der diesen Schlitten aufgebaut hat. Lauf, Tina, lauf! 27 Hundertstel Sekunden, das muss doch reichen. 5,49, identische Startzeit wie Janine Flock. Das ist hier eigentlich nicht die Bahn von Tina Herrmann mit ihren Startrückständen. Umso höher sind ihre Fahrten hier zu bewerten. Auch das Material, dieser Matschlitten-Schlitten. Hier oben muss sie sich hineinschmeicheln in das Flachstück. Lenkpunkte treffen, ansonsten keine Korrekturen. Und jetzt die zwei großen Schwierigkeiten. Ausfahrtkreisel, nicht zu weit links. Trifft sie gut. Tina Herrmann, 31 Hundertstel Sekunden Vorsprung. Und jetzt, Kurve 9. Weltmeisterliche Ausfahrt. Die Partyfarben dieser Weltmeisterschaft sind Schwarz-Rot-Gold. Schneider, Heinze, Friedrich haben den Bob gewonnen. Und jetzt, reitet Tina Herrmann im Skeleton zu Gold. Tina Herrmann ist Weltmeisterin. Jens Müller, Dirk Matschins vereint mit 12 aus Hirzenhain aufs Sportinternat in Berchtesgaden. Jetzt mit 23 hat sich alles ausgezahlt. Runter vom Skeleton, rauf aufs Treppchen. Ihre Familie ist da, ihr Bruder, ihr Vater. Die ganze Mühsal dieser langen Karriere, alles hat sich jetzt ausgezahlt. Papa Horst, Bruder Steffen, jetzt direkt dran an Tina. Mama Elisabeth, die ist zu Hause in Hirzenhain. Sie hat's geschafft und dieser vierte Lauf war vielleicht sogar der beste. Ist noch nicht lange dabei, Tina Herrmann, erst ihre zweite geschlossene Weltcup-Saison.